Was auf dem Erdball fünf Männern passierte, die glücklich lebten, es aber nicht wussten? So schön. Alle fünf sind so schön. Wen soll ich aussuchen? In welchen soll ich mich verlieben? Ich denke nach, ob ich mich in fünf Männer so verlieben kann, als wenn sie ein einziger Mann sind. Und verlieben will ich mich so gern. Und wenn ich mich nun in alle sie verliebe, in alle fünf? Geht das möglich? Geht möglich. Versucht habe gestern fünf Mamageien gehabt. Halt den Schnabel, du Schweinchen. Kein Schweinchen, bin Papagallo. Es ist Tag, kommt raus aus dem Schlaf, hört ihr? Die Sonne ist da. Und deshalb sage ich, wir müssen Erfinderungen zum Runtersteigen machen oder neue Hütte bauen, tiefe Hütte auf der Erde. Na, was steht ihr da rum, Männer? Ihr stört meine Arbeit. Wenn Schmackofatz fertig ist, rufe ich euch. Und was macht der Mann nun? Ich weiß schon was. Eine Spaziergehe. Fein? Langweilige Spaziere. Muss doch noch was anderes geben. Was soll es anderes geben? Die können Schmackofatzen. Ja, jetzt aber nicht. Erst wenn sie ruft. Wir gehen kleine Haier machen. Wir haben doch eben erst Haier gemacht. Ach, ja, ja. Ich weiß. Wir lachen ein bisschen. Großer Gedanke. Lachen macht Spaß. Alles nicht mehr so wie früher, hat früher viel mehr Spaß gemacht. Großer Glückstag für mich heute, weil es keine Kokosnuss gibt. Morgen wieder. Große Erfinderung, ganz große Erfinderung mit Fischel, Malux, Fischel-Erfinderung. Schwupp, schwapp. Schwupp, schwapp. Uto, was macht Uto da? Uto malt falsches Loch auf den Felsen.
Und richtiges Loch daneben, das wird versteckt. Und dann kommt das Schwein nach Hause, findet nicht das richtige Loch und rennt da rein. Aber da ist kein Loch, das Schwein stößt sich den Kopf kaputt und Uto schlachtet. Praktikus ist Multiplex und Uto der Größte. So eine Dufti, Dufti. Nein, nein, die Wildsau ist los. Nein, nein, ich lass mich nicht versauen. Ist guter Gedanke gewesen. Hat gut gewirkt, mein falsches Loch. Ja, große Sache. Aber die Wildsau kann besser denken als Maluk. Ei, wei, ei, wei. Und noch eins. Schöne frische Baumeier. Ein Mann braucht Eier, Eier machen stark. Keine Feier ohne Eier. Keine mehr da. Verflixte Verhexung. Die Eier sind weg. Wo sind meine Eier geblieben? Ihr Trottel, ihr und euer falsches Loch. Das macht ihr nicht mit Maluk, nicht mit mir. Meine Perlen. Grobe Klötze seid ihr, wilde Tiere, ohne Geist. Aber ich gehe, ich ziehe zurück, zurück mit mir selbst. Für Ruhe haben. Schawuli, schawuli. Er muss andere Eier finden. Ja. Das sind meine, die lasse ich mir diesmal nicht weghexen. Ich habe sie zuerst gesehen, meine Eier. Ich lasse mich nicht von dir, es sind und bleiben meine. Oh, heiß, 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 Herr Schwein. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Heiß. Schon besser, hm? Ja, besser. Schön brav. Besser. Brav, brav. So, und jetzt? Hier schön aufmachen. Au, au, mein Hals. Ja. Festbeißen. Weiter so. Oh, es ist schön. Ja. Ja. Oh, ja. Schmeckt. Schmeckt. Noch mehr. Nein. Mehr. Mehr. Mein Bester. Bester, ja. Ja. So, und jetzt macht Fili schön Schmackofatz für Männer. Ja, Papagallo auch. Papagallo auch Schmackofatz. Auch Schmackofatz. Aufpassen, er kommt. Wieder da. So, und jetzt spielen wir ein Spiel. Welches? Wir spielen Handfangen. Mit Backenschlagen. Ich bei dir? Du bei mir. Na los. Ich habe gewonnen. Nochmal. Ich habe wieder gewonnen und ich gewinne immer. Du fängst meine Hand nie, du Dummkopf, du. Nochmal, 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 nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Nein, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Sock. Grrr. Put. Uto. Uto. Und Maluk. Und die Blumen. Ja. Die Blumen. Ja. Ah! Ah! Gut, gut! Gut, gut!
Schmeckwatze! Schmeckwatze! Viele gemacht! Loslassen! Alter Kannibale! Pass auf, das mache ich mit dir auch! Ich habe Hunger! Schlapper! Komm, wir gehen lieber. Wenn Sie sich den Bauch vollgestopft haben, dann legen Sie wieder los. Philly hat ihren Schwanz verloren, aber ein Herz gefunden. In einer Welt von Unmenschen stellt das ein Problem dar. Sind die Blumen schön, wunderschön. Ja. Und wie will Udo es jetzt machen? Ja, Udo wird dir gleich zeigen, wie er mit Willi macht. Ja, so macht er. So. Weg! Weg, Willi! Philly, wo bist du? Philly! Oh, wo? Philly-Leini! Fünf Männer sind da. Ich habe fünf Männer. Und trotzdem... Trotzdem ist mir, als ob ich ganz allein bin. Allein? Ich möchte mich verlieben in einen. Oh, verliebt. Aber die Männer... Die Männer sind alle Schweini. Wollen alle dasselbe. Immer denken sie nur an die eine dumme Sache. Gut. Ohne mich. Ihr denkt, mit Papagallo könnt ihr alles machen. Ich würde es ja auch gern tun. Aber nicht so. Gefühl, Liebe, Zärtlichkeit. Streicheln und mit Küssen stelle ich es mir schön. Ach. Am schönsten ist es mit Girr. Was ist mit dir? Warum schläfst du nicht? Weiß nicht. Ich kann nicht. Und was fehlt dir? Verlieben. Du bist der Einzige hier, der nicht grob ist. Deshalb verstehst du vielleicht. Du hast noch nie Weibchenschmus mit mir gemacht wie die anderen. Vielleicht gefalle ich dir nicht. Doch, sehr. Ich möchte auch lieber so sein wie du. Ich mache nicht gern sowas wie die anderen. Es gibt viel schönere Sachen. Ich kenne mir lieber meine Löckchen. Ich freue mich über meinen Wuschi-Wuschi-Pelz. Und wenn ich ein Blümchen finde, dann pflücke ich das Blümchen. Und steck die Nase rein. Du bist ein Nasenmann. Du machst alles mit der Nase. Na, vielleicht doch nicht alles. Philelein. Wie ist Liebe? Schön, wunderbar schön ist Liebe. Hier drin, hier fängt es an. Wie ganz lautes Klopfen. Bum, 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 bum. Keine Worte. Du kannst nicht sprechen. Und die Beine ganz schwach. Oh, so wunderbar schön, Maluk. Aber hier, die Männer sind alle so unzart. Und wie? Eine gefährliche Waffe, mörderlich. Aber sie reicht nicht weit, ist nur für Nahkampf. Meine Erfindung ist gut, aber Stein ist zu klein gewesen. Ich muss großen versuchen. Großer Stein fliegt weit. Camuffolo. Halt! Nicht nochmal! Ich mache Kopf kaputt. Freifix. Kommen. Ja, du. Herkommen. Ich? Komm, hier. Komm her. Ich zeige. Dingaro. Siehst du? So weit fliegt er. Und wenn der Mann wegläuft, fliegt er noch weiter. Du großer, kluger Zaubermensch. Ich bin ganz richtiger Mensch.
Ich bin der Mensch Ham. Ham! Ham! Und vor Ham hast du Angst, ja? Komm her! Komm, komm! Ich zeige dir. Du musst nicht eigenen Kopf zerbrechen. Schlafze, sehr gute Waffe. Stein, in die Schlafze. Schlafze, in die Hand. Halt fest. Festhalten! Und jetzt hier. So, jetzt ziehen. Arm strecken. Arm weit weg. Noch mehr. Ja, ziehen und loslassen. Du bist großer Waffenmensch. Du musst den Stein loslassen. Den Stein und nicht die Schlafze. Verstanden jetzt? Den Stein. Idioto, Max. So. Ziehen, ziehen und loslassen! Trau nicht! Mach! Ein Treffer! Ein guter Treffer! Hat einen Treff gemacht! Prima, ein schöner, weicher Hinterarschie! Schwein gefällt mir! Ein gutes, festes Fleisch! Wir wollen täuschen! Du gibst mir das Schweini und ich gebe dir anderes! Was? Was wollen wir täuschen? Was gibst du mir für mein Riesenschwein? 10 Wisente. Oh, 10 Wisente. Wo sind die? Ich sehe nicht 10, ich sehe nicht 1. Siehst du hier? Das ist Kies-Kies. Das ist so viel wert wie 10 Wisente. Stein. Stein für Schlafze. Nein, kein Stein. Das ist Kies-Kies. Kies-Kies. Aber... Aber klein? Sehr klein. Nicht so viel wie 10 Wisente. Oh. Oder wie 3. Oder wie 2. Nichts wert. Nicht mal 1. Wenn ich sage, dann ist... Ich habe gesagt, Kies-Kies 10 Wisente wert. Du gibst diesen Kies-Kies her und kriegst dafür 10 Wisente. Na, wird Licht? Aber... Wer gibt mir die 10 Wisente dafür? Ich. Wisente kriegst du von mir. Also, was ist? Wollen wir täuschen? Oder wollen wir nicht täuschen? Hm. Na? Täuschen. Du Betrugsifax. Nimm Putz. Du nimmst Kies-Kies für 10 Wisente und gibst mir nur ein Schwein. Und jetzt? Jetzt täuschen wir wieder zurück. Ich gebe dir deinen Kies-Kies und du gibst mir 10 Wisente. Heute nicht. Heute habe ich keine 10 Wisente. Aber an einem anderen Tag vielleicht. Und bis dahin behältst du den Kies-Kies. Ich? Besser du behältst und ich behalte Schwein, bis du wiederkommst. Ach, aber Schwein wird schlecht und stinkt. Du musst Schmack aufhatzen. Vielleicht, wenn ich dir dann deine 10 Wisente bringe, hast du kein Schwein mehr zum Täuschen. Und wann kommt wieder ein Schwein hierher und du kannst es treffen? Aber der Kies-Kies, der stinkt nicht. Der wird nicht schlecht. Nein, der hält. Also, was ist nun? Mach deine Entscheidung. Ich habe noch andere Terminüsse. Was hast du? Ich habe keine Zeit. Ich muss weiter. Such dir aus. Entweder stinkendes Schwein oder Kies-Kies. Hüllwirt, will ich einhäusig sein. Also dann, Holly Ricky. Warte. Ich nehme den Kies-Kies. Du bist ein ganz großer, schlauer Berger. Mach das Maul auf. Gib mir das Schwein. So. Schöner Schweini-Arschi. Wie meiner. Du hast gesagt, du kommst anderen Tag wieder? Ja. Bist du allein hier? Nein. Noch andere Männer, noch 4 andere. Wir haben großes Eigenheimi. Und sind die anderen auch alle so schlau wie du? Nicht wie ich. Grr, grr ist der Schleuste. Gut, dann komm ich wieder. Dem Riesenschwein gegeben für diesen kleinen Stein? Ist kein Stein, das ist Kies-Kies. Und so viel wert wie 10 Wisente. 10 Wisente? Für so kleinen Stein. Das ist kein Stein, habe ich gesagt. Das ist Kies-Kies, Kies-Kies. Und wer sagt, dass dieser Ham nachher deinen Kies-Kies wieder nimmt und dir dafür 10 Wisente gibt? Er selber hat gesagt. Dann heb gut auf das Ding. No.
Roger! Alter, fetter Drachen! Es riecht hier ganz gewaltig nach Schweinebraten. Wer hat hier Schweinebraten gegessen? Meine Nase riecht nichts. Hauch mich an. Hauch mich an! Nichts? Du hast Schweini gegessen, du Schweini. Nur einen Knochen, einen winzigen Knochen, meine Katorcia. So klein, dass man ihn gar nicht sieht, aber ich werde dir zeigen. Du bist einer, du denkst nur an dich. Und deine Katorcia kann vor Hunger sterben. Du stopfst dir Bauch voll. Bei mir geht das auch schnell, aber du wirst niemals satt. Dein Bauch ist so ungeheuer, dass er nie voll wird. Was hast du gestern verschlungen? 2 Saurier, 3 Schildkröten, 6 Fledermäuse, 2 Stauden Bananen. Das kann ein Mann gar nicht ranschaffen. Katorcia hat jeden Tag neuen Hunger. Ja, ja, und der Mann bringt alles, was sie will. Katorcia will nicht bloß essen. Sie will auch eine Hütte. Warum hast du mir immer noch keine Hütte gemacht? Gerade heute habe ich den richtigen Platz dafür gefunden. So eine richtig schöne Hüttengegend. Was für eine Hüttengegend? Da baue ich sie wie hin. Wie ist es da? Gibt's da genug für mich zu essen? Da gibt's zu essen und zu trinken und zu schlafen. Da baue ich Hütte, aber du musst warten. Du musst mir nicht sagen, heute oder morgen. Du musst mir Zeit lassen. Komm, meine Fresserin, nimm Knochen und knabbere dich satt. Ich brauche nichts. Ich bin schon satt, wenn ich Katorcia sehe. Verhexung, Verhexung. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, willst du mit Gewalt deinen Kopf kaputt machen. Hallori! Das ist er! Das ist er! Welcher er? Der Kies-Kies-Mann, der Mann mit dem Kies-Kies ist da! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Beruhigung, Beruhigung, mein Freund! Du hast ihm 10 Büffel versprochen und ihm dafür das Schwein weggenommen! Nein, nein, Büffel gibt's bei mir nicht. 10 Wisente, habe ich gesagt. Gib mir den Kies-Kies wieder, dann können wir täuschen. Dann kriegst du deine 10 Wisente. Du kannst sie heute noch haben. Ha, habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Aber vorher nicht von mir glauben wollen. Ist das Wahrheit, dass Han Girr 10 Wisente gibt, wenn Girr ihm dafür kleinen Steini gibt? Das ist kein Stein, merk das. Das ist Kies-Kies. Also, wird getäuscht oder nicht? Aber sie haben reingeworfen in... Oh! Idioto Max! Oh. Warum willst du ihm denn seinen kleinen Stein nicht wiedergeben, wenn er sagt, dass du 10 Wisente dafür bekommst? Aber ich hab ihn doch nicht. Denke doch Überlegung. Ein kleines Steinchen gibst du weg und hast dafür 10 Wisente. Aber Uto hat den Kies-Kies ins Wasser geworfen. Wo soll ich hernehmen? Idioto Max, hier liegen überall Steine rum. Du nimmst anderen Stein und gibst ihm. Gut, du bist großer Denker. Schön hier, sehr schön, gefällt mir. Kein Umweltverschmutzi. Große, feste Hütte. Wem gehört sie? Dir? Mir? Nein. Ist für uns alle zusammen. Ja, ja. Hier bringe ich Kies-Kies. Es ist niemals Kies-Kies. Das ist ein ganz einfacher Stein. Oh, weißt du genau? Hast du keine Augen? Siehst du den Unterschied nicht? Das hier. Das ist Kies-Kies. Ihr Holzköpfe! Meine 10 Wisente weggeworfen und ersäuft! Ach ja. Du hast deinen Kies-Kies verloren? Mach dir nichts draus. Für Kies-Kies kann man alles haben, kann man kaufen. Also, wenn du mir eine andere Sache geben kannst, gebe ich dir anderen Kies-Kies dafür. Was hast du zu verkaufen? Ochsen, Pfauen, Krokodile, Kamele. Was hast du anzubieten? Ich kaufe alles. Du hast Fische. Fisch ist gesund. Ich werde Fisch von dir kaufen. Abgemacht.
Du kaufst und gibst Kies? Ja, aber nur wenn der Fisch gut ist. Wenn er nicht gut ist, gibt's nichts. Ich will schmecken, ob er gut ist. Allerbester Schmackofatz ist das. Bester Goldfischel. Nein, schmeckt zu sehr nach Fischel. Lass ich mir nicht verkaufen. Will anderen probieren. Oh, fremder Mann. Fremder neuer Mann. Oh, schöner Mann. Oh, was für ein schöner Mann. Groß und stark. Und so freundlich sieht er aus. Gefällt mir. Auch gar nicht mal so gut. Kann ich nicht kaufen. Ich mache noch einen Versuch. Aber dann ist Exi. Oh, da drin macht es Bum-Bum. Die Stimme geht mir weg. Die Beine gehen mir auch weg. Vielleicht ist das Liebe. Oh, oh, oh. Nein, kann ich euch nicht abnehmen. Schmeckt immer noch wie Fischel. Kauf ich nicht. Kauf ich nicht. Du gibst uns keinen Kies dafür? Dafür nicht. Habt ihr denn nicht gemerkt, wie die schon gestunken haben? Die haben doch schon gestunken. Haben die schon gestunken? Aber wenn nicht Fische, dann können wir andere Geschäfte machen. Wer Kies hat, kann damit alles kaufen. Man kann Wiesente kaufen, Büffel, Bären, Ziegen oder auch Schweine. Man kann sogar Riesenmammut kaufen, alles. Gingaro, ich habe einen großen Gedanken. Ich werde euch zeigen, was mein Kies wert ist, was man damit machen kann. Ich kaufe euch eure Weibchenfrau ab. Pass an. Aber gibst du auch wirklich Kies? Willst du auch wirklich kaufen? Er will Philipp probieren wie Fischel und sagt, dann schmeckt nicht. Nein, nein, eure Weibchenfrau ist gut, die nehme ich bestimmt. Da brauche ich nicht erst zu probieren. Warum legst du dich hin? Willst du nicht Weibchenschmus machen? Du machst wohl gern Weibchenschmus, ja? Nein. Ich bin doch Weibchenfrau. Und Weibchen machen nicht gern Weibchenschmus. Machen nur Männer gern. Was du so alles weißt. Und ich? Magst du mich? Gefall ich dir? Das musst du noch fragen. Komm, wir rücken ganz dicht zusammen. Und plauscheln ein bisschen. Du plauschelst mit mir? Plauscheln von Liebe, ja? Der Mond ist fett geworden und die Vögelein zwitschern und tillerieren ein nächtliches Lied. Hörest du? Schwarzer Himmel und weiße Wolken fliegen darüber hin und das Wasser rauscht und der Wind rauscht. Hörest du? Das dauert aber sehr lange mit den beiden. Wie oft wollen die denn Weibchenschmus machen? Was machst du? Warum weißerst du? Ich gebe dir Küssi überall hin, auf Arme, Hände. Und wenn du willst, auf Hals, auf Ohren und auch auf Füßchen. Wenn ich will, natürlich wie will du ich. Oh, du machst gute Sachen. Aber das ist doch kein Weibchenschmus. Das ist Schmusifax, ist wichtig. Sehr wichtig, ja. Was du alles kannst, viel mehr als die anderen. Ich habe nicht geglaubt, dass mir mit dir so gefällt. Schmusifax muss sein, gehört dazu. Weibchenschmus ohne Schmusifax geht nicht. Schmusifax ist auch gut ohne Weibchenschmus, aber Weibchenschmus ohne Schmusifax ist was für Wilde. Aber Weibchenschmus machen gehört dazu. Das muss auch sein. Versteh nicht, wenn Girs einen Weibchenschmus macht, dann ist er so schnell wie der Hase, der wegrennt. Und wenn Putt Weibchenschmus macht, ist er schnell wie ein Vogel. Uto macht doch viel schneller, so schnell wie kein Steinfeld. Zack! Ah, wir sind die richtigen Männer, wir haben alle einen gewaltigen Bobs. Und Ham? Der ist ein Hammel, er weiß nicht, wie es geht. Treppe ist auch für Runtergehen gut. Verhexung. Und wir haben nur für Raufgehen gebaut. Doppelerfinderung.
Wer bekommt ihn? Wem gehört die Weibchenfrau? Gehört Zock und Uto. Ja. Und Putt auch. Holly Gaffo, sie gehört Girr. Ihr kommt mir vor wie die ersten Menschen. Ihr habt eine Hütte und wisst nicht, wem sie gehört. Ihr habt eine Weibchenfrau und wisst nicht, wem sie gehört. Sieht aus, als ob ihr überhaupt nichts wisst. Ein Mensch, der Kultur hat, der muss auch sein eigenes haben. Was für eigenes? Wofür? Na, für sich. Also, macht eure Entscheidung. Wem sie gehört, der kriegt was. Oh, weia. Meins. Zonglulu. Einer kann ihn nur haben. Ihr müsst euch einig werden. Das ist mein Fuß. Ich lass mir Fuß nicht wegnehmen. Das ist meiner. Der ist bei mir dran. Damit mache ich, was ich will. Mein Kies steht auf meinem Kopf. Ich hab ihm Schwein gegeben. Loslassen. Ja, ja. Da drin macht es bum, 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 bum. Was ist das? Angst oder Liebe? Da ist Kies, ich hab gefunden, gehört mir. Das Misstrauen? Das ist die Tochter des Privateigentums. Naja, das ist doch... Na und, wo sollen wir hin? Sollen wir eigene Hütte bauen? Hütte ist doch groß für alle. Kleines Dummerchen, der. So, das machen wir so. Und so. Und was ist das? Ich habe für Hütte eine Zuklappe gebaut. Und wozu ist die? Damit die Hütte zugeht. Die Klappe macht die Hütte zu, dann kann Grr allein drin bleiben und schlafen und muss nicht Angst haben, dass einer seinen Kies wegstiehlt. Letzte Nacht hat Grr kein Auge schlafen können, hat die ganze Zeit nur aufgepasst auf seinen Kies. Fahrig. Ja. Klappe fest zu. Girr ist enormer Erfinder. Aber warum denkt Girr, dass wir seinen Kies stehlen wollen? Nun, vielleicht, weil es Wahrheit ist. Putt hat eine Sache nicht richtig verstanden. Jetzt bin ich neugierig. Es hat geklappt mit der Zuklappe. Er hat sich zugeklappt und kommt nicht wieder raus. Mein Kies. Ich will meinen Kies wieder haben. Oh, unser Girr ist böse, so richtig Furio. Oh, Schawuli, Schawuli. Gleich habe ich dich, dann gebe ich dir die Pompe. So, mir die Pompe geben? Ich bin doch hinter dir her. Ah, stimmt ja, ja. Radau! Jetzt aber. Radau! Gib ihm. Oh. Mein Kies, da ist er. Meiner. Na,
nein, nein, ich will nicht mehr. Ich setz mich in meine Ecke und weine. Wo ist er? Weiß nicht, Fujiyama weg. Hund hat den Kies-Kies wiedergefunden. Hat er. Wenn er dir sagt, wo gefunden, glaubst du nicht. Wo hat Putt ihn gefunden? Nicht zum Glauben. Aber morgen werde ich wahr wissen. Ich gehe selber nachsehen, ob es stimmt. Fremder ist wieder da, fremder Mann. Philly hat große Freude daran. Luma hat gesagt, er liebt Philly. Hallo, Ri. Hallo, Ri. Auch Hallori Hamm ist wirklich wiedergekommen. Ja. Hast du Kies-Kies mitgebracht? Neuen Kies-Kies für uns alle? Ja, wenn du nur einen hast. Ruhe, nicht alle durcheinander. Ihr habt keine Kultur, kein Benehmen, keine Art. Ich spreche nicht mit jedem, nur wer Kies-Kies hat, mit dem. Halt meine Brezza. Du musst ohne Furcht sein. Da? Was ist das? Einladung ist das. Wie schmeckt das? Noch nicht reif, was? Damit sage ich, dass Ham und seine Gattin heute Empfängnis geben und große Freude, wenn Putt und seine Gattin uns die Ehre machen und auch erscheinen. Schlappu ist vorgeschrieben. Mhm. Du hast doch Schlappu. Was ist Schlappu? Das da ist Schlappu. Und wozu brauchen wir den? Den brauchen wir für Kultur. Wird abgenommen. So. Nein, keine Angst. Macht nichts, wenn du keinen Schlappu hast. Nimm meinen, ich baue mir neuen. Da. Leg dir auf den Kopf. Nicht so gut wie bei mir, aber geht auch. Ja. Und meine Gatti, was ist das? Deine Gattin. Hm? Deine Weibchenfrau. Ein Mann mit Kies-Kies hat immer Gattin, die ihm allein gehört. Ich aber nicht. Hab nur Philly und die ist für alle da. Dann musst du Philly von den anderen borgen. Sie bleibt ja ganz. Aber wenn nun einer Weibchenschmus macht oder Schmackofatz? Schmackofatz. Gattin ist doch nicht zum Schmackofatzen da. Kannibalen. Ich mache bekannt, meine Gattin Katorcha. Gib deine Hand. Und was fange ich jetzt damit an? Drücken. Na gut. Au! Fertig gedrückt. Ich mache bekannt, meine Gattin Katorcha. Ist er wirklich deine Gatti? Warum er? Nicht er, sondern sie. Er ist deine Weibchenfrau, weißt du sicher? Ja, kannst du doch deutlich sehen. Ist enorm fett. Meine Katorcha ist Puppi di Trauma. Hier. Oder man hat ihn nicht. Richtig. Wem? Den Stein? Ich rede doch nicht von Steinen. Nein? Ich rede von Kies-Kies. Ach so. Na und? Nur wer Kies-Kies hat, ist wichtig. Wenn ein Mann nicht Kies-Kies hat, dann darfst du nicht mit ihm essen und darfst nicht mit ihm reden. Wenn du nicht mit ihm isst und nicht mit ihm redest, dann ist er beinahe gar nicht da. Also nochmal, damit du es nicht vergisst, ein Mann ohne Kies-Kies ist überhaupt nicht da. Na? Wird Licht? Da muss ich erst Schlappu hochnehmen. Das ist ja wohl eine Riesentrottel. Was ist Riesentrottel? Ein Komplimenti ist das, ganz besondere Ehre für dich. Trottel heißt kluger Mann, sehr schlauer Mann. Und ein Riesentrottel ist ganz besonders schlau? Richtig, deshalb hat sie von dir Riesentrottel gesagt, denn du bist ja viel schlauer als die anderen, weil du Kies-Kies hast. Ich werde dir jetzt beibringen, was ein Kies-Kies-Mann wissen muss. Pass auf. Zuerst
Chapeau. Nochmal. Scheiße. Ein Kies-Kies-Mann muss nach dem Essen immer Unterhaltung machen. Das geht so. Ich sage irgendetwas zu dir und dann sagst du, ja, dem kann ich nur beipflichten. Bist du soweit? Ja, dem kann ich nur beipflichten. Moment, erst muss ich sagen. Du erst, wenn ich dir Zeichen gebe, ja? Hm. Die Nacht ist dunkel, der Tag ist hell, das Leben ist kurz und vergeht viel zu schnell. Jetzt du. Ja, dem kann ich nur beiflechten. Bravo. Ja, dem Einmal kann ich genug. Nur... Na, hast du dich bis oben hin vollgestopft? Ja, bis oben hin, bis an den Hals. Ist ein wunderbarer Schmackofatz gewesen, liebe Gattin Katorcha. Ja, ich weiß. Die eigene Frau am Küchenherd ist mehr als 1000 Köche wert. Was jetzt? Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Jetzt machen wir Hygina gegen Mundgeruch. Man sieht gleich ein feiner Pinky. Du hast großes Leben vor dir. Du hast mit Kies-Kies-Mann und Gattin gegessen, du hast Unterhaltung gemacht und dein Mund ist sauber von Hygina. Du bist jetzt ein Mann mit Kultur, ein Mann mit Kies-Kies. Ein großer Trottel. Wir auch, wir wollen auch Trottel sein. Und wir wollen auch haben Kies-Kies. Genauso ja, wie Putt. Genauso viel wie Putt oder noch mehr. Ham, noch mehr ist Ham. Besser, ja. Ich will auch Schlappu haben. Gut, wir machen Geschäft. Ich weiß aber nicht, was ihr verkaufen wollt. Einen Kies-Kies. Für dich auch einen. Für dich auch. Für dich auch. Und auch für dich. So, Männer. Und jetzt Einteile. Alles Land, was auf dieser Seite ist, auf dieser Seite von Zaun, das gehört mir. Ist nur für mich da. Und das ganze Land, was draußen ist, drüben auf der anderen Seite, hinter dem Zaun, das Land gehört keinem, versteht ihr? Da könnt ihr hingehen und schlafen, wo ihr wollt, da wird euch niemand wegtreiben. Aber du hast das Land um die Hütte rum doch nicht mitgekauft. Natürlich. Man kauft doch nicht bloß eine Hütte allein, man kauft doch das Land, was dazugehört und was darauf lebt und wächst. Das ist alles inklusivo. Aber das Land hat uns doch vorher gar nicht gehört. Warum nicht, Putt? Wem denn? Das weiß ja kein Mensch. Warum gehen wir nicht hin und sagen zu Bruder Ham, Land gehört uns nicht, wir können nicht verkaufen? Du Idioto, Max. Warum gehen wir nicht zu Bruder Ham? Weil wir schon verkauft haben. Wir haben Land verkauft, das uns gar nicht gehört und haben Bombengeschäft gemacht. Wir haben ihn reingelegt, haben ihn bescheißert mit seinem Kies-Kies. Hütte ist doch besser gewesen. War immer so wuschig warm. Wir wollen dich da zusammenrücken. Chongolulu, Chongolulu. Aber ich nicht mit euch. Nein, nein, bleib weg von mir. Warum? Bleib weg. Was hat er denn? Ich hab mehr Kies-Kies als ihr. Ich hab mit Ham gegessen und Unterhaltung gemacht. Ich hab zwei Kies-Kies und ihr bloß einen. Was machst du hier? Ich wollte... Du musst ganz leise sagen. Also, was willst du? Ich möchte Küsse von Ham auf Hand, auf Hals, auf Ohr und Schmusifax will ich haben. Muss nicht nur Schmusifax bleiben. Also kompletten Weibchenschmus, ja? Nein. Aber warum nicht? Das passt jetzt nicht. Sie wacht sonst auf. Wenn wir leisen Weibchenschmus machen, geht doch, dann hört sie nichts. Nein! Verschwinde! Ab mit dir! Raus! Ham, wenn sie doch aufwacht, schadet nichts, macht mir nichts aus, wirklich nicht. Aber mich verstört es. Und jetzt dünnifatz dich! Jetzt habe ich verstanden, jetzt weiß ich, was eine Gattin ist.
Was soll sie sein? Du hast gesagt, das ist Katorcha, meine Gattin, das hast du gesagt. Schau hier nicht rum mit mir, verschwinde! Jetzt habe ich verstanden, was es heißt, meine Gattin. Das ist eine, wenn sie sieht, dass du mit einer anderen Weibchen Schmus machst, fängt sie an zu toben. Und ich glaube, sie verpompft dich auch. Oh, da hast du dich aber sehr geirrt. Ham ist doch kein Mann zum Verpompfen. Ham lässt sich nichts sagen von keinem. So. Raus jetzt! Verfatz dich! Aber warum gefällt dir so eine? Na Brunst! Gefällt jedem Mann. Ist eine schöne Frau. Eine große, fette. Da ist viel dran. Das ist gut. Ja. Eine schöne, fette Frau. Und das lieben die Männer. Oh. Vor dem Kies-Kies sind alle Menschen absolut ungleich. Der Hunger nach dem Kies-Kies wird immer größer. Und das kommt, weil man sieht, der eine hat mehr und der andere hat weniger. Der, der weniger hat, will mehr haben, noch mehr als der, der mehr hat. Und je mehr er hat, je mehr er will. Je mehr er will, hört ihr? Merkt euch das, was ich euch sage. Je mehr er will, je mehr er Kies-Kies will, je mehr wird er Mensch mit Kultur. Ihr habt ein Glück. Wenn ihr auf mich hört und schlau seid, dann mache ich euch alle reich. Was ist reich? Ist Kies-Kies. Wenn man viel Kies-Kies hat, einen mächtigen Berg von Kies-Kies. Ah. Aber ihr müsst dafür auch was tun. Ihr müsst arbeiten. Arbeiten! 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 Reich werden! Reich werden! Und wer am meisten arbeitet von euch, der wird der Reichste, der bekommt Kiesberg! Arbeiten! Arbeiten! Bastali! Nur noch Weibchenschmus und Arbeit, ja. Aber erst Arbeit und dann Weibchenschmus, sonst keine Kraft. Ham muss uns zeigen, wie man Arbeit macht, wir kennen nicht. Mhm, werdet ihr gleich sehen. Herrliches Panorami, wunderschönes Land. Aber alles falsch, alles verschandelt. Das wird alles anders werden. So. Oh, schön. Na, Finger weg, Peuze, Peuze, Peuze. Das ist Luxum. Alles da. Fenster, Dach, Treppen, Türen. Jeder hat seine eigene Hütte. Und schönes Panorami. Rambozzi, Rambozzi, Rambozzi. Baum muss weg. Wir machen alles anders. Gebaut, Hütten, gewirbt, reich. Red mir nicht immer dazwischen. Rambozzi, Rambozzi. Oh, Verflixung, dieser blöde Laffe hat meinen Baum verflixt. Du bist der blöde Laffe. Der sägt den Ast ab, wo er drauf sitzt und merkt nicht. Merkt erst, wenn er Arschi zerbrochen hat, Idioto Max. Macht Arbeit und mufft nicht mit mir rum. Rambozzi, 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 Rambozzi. Ah! Arbeit tut sehr weh. Kein Spiel für Marlo. Fellilein? Hm? Stimmt das, dass man mit Kies-Kies alles kaufen kann, glaubst du? Haben wir doch gesagt. Auch Liebe? Liebe von wem? Ham hat mit Kies-Kies Fili gekauft. Wenn ich nicht arbeiten müsste, dann würde ich mir Kies-Kies kaufen. Wie denn? Dazu brauchst du anderen Kies-Kies. Und du bekommst nur anderen Kies-Kies, wenn du arbeitest. Was ist los? Was macht ihr? Seid ihr verrückt geworden? Ihr seid immer bloß Rambozzi. Geht nicht. Wann machen wir Pause? Überhaupt nicht. Wir arbeiten heute durch. Thank you.
sieh mal, was ich gefunden habe. Gehört dir? Nein, ist deine. Habt ihr noch Erinnerungen? Wisst ihr noch, wie das vorher hier ausgesehen hat? Nur Bäume, Blumen, Vögel, wilde Tiere und dieser ganze überflüssige Plunderi. Na und jetzt seht euch das an. Was sagt ihr dazu, Männer? Ist das nicht eine Augenfreude? Ich habe euch nicht nur Rabotzi geschenkt, ich mache euch auch noch reich dafür. Mhm. So bin ich. Und jetzt sagt Dankeschön. Dankeschön. Bitte. Häuser. Viele Häuser. Für einen Menschen ist ein Haus zu wenig. Ein Haus braucht der Mensch, wenn es warm ist. Und ein Haus braucht er, wenn es kalt ist. Und dann braucht er noch ein Haus für besondere Gelegenheiten, wenn er mal auf dem Wasser wohnen möchte. Hier, 10 für dich, der Nächste. Und 10 für dich, der Nächste. Für dich auch 10, der Nächste. Und für dich 5. Mit der anderen Hand. So, der Nächste. Warum nur 5 für Putt? Eben hast du noch gesagt 10. Alle anderen haben 10 gekriegt. Aber du hast nur einen Fuß und eine Hand. Du Rabotzi nur mit halber Kraft. Also halber Soldi. So, und jetzt der Nächste, bitte. Und meine Hand? Dann bezahlen wir die Hand, die Kartoscha verschmackofatzt. Gauner. Wie schmeckt sie dir, Kato? Gut, schön zart. Lass dir die andere auch gleich geben. Na komm, dann lege ich dir noch 2 drauf. Ist ja bloß die linke gewesen. Da. So, und jetzt der Letzte. Für dich auch 10. Was ist? Ham? Was willst du? Noch mehr Kies-Kies? Na, was denn? Ich möchte kaufen. Unser Malok. Ein schlauer Kopf ist das. Hat begriffen, dass Kies-Kies laufen muss. Immer im Kreis laufen. Also, Malok, was willst du denn haben? Ein schönes Fältchen? Was dann? Ein Schweinchen. Na, sag schon. Ich möchte Küssi haben. Küssi? Aber du willst doch nie... Von wem ein Küssi? Mach dich weg! Verschwinde, hau ab, mach dich weg! Ich scheißere auf, Malok! Verschwinde! Oder ich mache dich tot! Ich mache dich tot durch und durch! Mach, dass du wegkommst! Reich sein hilft auch nicht. Kies-Kies macht nicht glücklich. Zugucken, Schmutzwink. Die Wichtigkeit dessen, dass man äußerlich etwas darstellt. Oh. Oh. Warum bin ich nicht auch so? Ich bin so klein und unschön. So magerig. Was muss ich machen, dass ich auch so schön fett werde? Gibt es da kein Mittel? Ja, gibt es. Das dauert aber viel Zeit. Du musst schmackofatzen, viel schmackofatzen, dann kommt Fett auf dich drauf. Grausam ist das. Was ist grausam? Mit den Männern. Die Männer fühlen nicht und wollen auch gar kein Gefühl. Die Männer gucken nur auf Frauen mit Schönheit. So furchtbar grausam ist das im Leben. Die Männer denken immer nur an das eine. Ihr liebt mich nicht.
Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich. Dich. Ich muss erst alle Nüsse von den Bäumen abgezählt haben, vorher weiß ich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich. Ich hab dir noch nie ein Küssi gegeben, nicht, Phililein? Doch, Maluk, du hast schon. Aber nur ganz wenig. Und, wie ist es, wenn man Küssi bekommt? Wunderschön. Wunderschön. Und nach dem Küssi? Wenn es vorbei ist, wie ist einem dann? Bei mir ist es so gewesen. Ich habe Lust gekriegt auf andere Küsse. Noch mehr Küsse wollte ich haben. Warum bist du traurig? Weil ich weinen muss. Und warum lachst du nicht einfach? Weil ich dazu zu traurig bin. Jedes Mal, wenn ich gerade dabei bin, kann man denn hier keinen Schmusifatz mehr machen? Mich lässt ja auch keiner. Ach, ist das ein Elend. Krakra, komm, wir gehen. Bin schlecht zu Fuß, ich fliege. Alle Menschen haben einen anderen Menschen, bloß Maluk nicht. Maluk hat nur Maluk. Ger, hier. Ger, ich will von dir, dass du mich tot machst. Was? Aber es muss dann sein, wenn ich nicht merke. Dann musst du mich stoßen und ich gebe dir 3 Kiskis. Nein, Maluk ist sehr mein Freund. Und wer sehr mein Freund ist, den stoße ich nicht. Sowieso unmöglich, dich tot machen für 3 Kiskis. Für 5 vielleicht. Also gut 4. 5! Leg zu. Wenn du tot bist, dann lebst du doch nicht mehr. Wozu brauchst du Kiskis? Nur solche. Ich wollte nicht arm und kieslos sterben. Aber ich muss wohl. Da. Mein alles. Gil. Jetzt blase ich noch einmal traurig zum Abschied und dann ist alles vorbei. Du musst mich nur richtig stoßen. Aber merken darf ich es nicht. Ja? Heurig? Ja! Es ist so, wie ich gesagt habe. Ich habe Maluk Stoß gegeben und Maluk ist geflogen und gefallen und tot. Gil hat Maluk tot gemacht für 5 Kiskis. Ja. Oh, da bewundere ich mich. Man kann den Tod auch kaufen. Und ist eigentlich gar nicht teuer. Wer will, kann bei mir auch schon billiger haben für 4. Nein, danke. Wir haben uns ja noch nicht ausgelebt. Oh, ja. Da! Seht mal, da! Philly! Was hat sie denn da? Zeig her. Rollo Wuffo. Rollo Wuffo. Was ist das? Gehört mir. Das unbekannte Tier, das Philly mitgebracht hat, wächst unheimlich schnell. Die Männer betrachten es mit Furcht und Neugier. Ich sage euch, das ist großer Frosch. Und ich glaube, es ist ein Fischel. Aber scheußlicher Fischel. Vielleicht ist ein Hamster. Ist ein Fleischfresser! Ist ein Fingerfresser! Purazzi, schlimmes, wildes Tier! Das soll ein Fischel sein? Natürlich! Du siehst doch, es schwimmt unter Wasser. Nein, ihr Dummköpfe, das ist kein Fischel. Ein Ferkel. Ein lecker Ferkel. Ein schöner
kleiner Schmackofatz. Du Drachen, du Scheiße! Oh, Valerio! Ferkel ist das auch nicht. Hm. Seht es euch doch an. Seid ihr alle blind auf den Augen? So ein Tier gibt es gar nicht. Es ist ein Mann. Ein Mann, aber klein. Holly, 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 Holly. Wenn du noch nicht weißt, was ein Mann ist, dann muss ich dir zeigen. Oho. Ein Mann, aber klein. Da muss ich schüttel lachen. Aber er sieht doch so aus wie ihr. Wir verbieten dir Beleidigung. Ha, ein Mann, aber klein. Ha, ein Mann ist kraftstark, hat schlaue Gedanken. Ein Mann macht nicht Quack-Quack wie das da. Ein Mann spricht. Was will der Dummikax von uns? Farifex. Das ist ja ein Mensch. Ich hab's euch gesagt. Ein Mensch, genauso wie wir. Hm. Habt ihr gehört? Dummikax hat er gesagt. Das sagt man nicht zu großen Mann. Das ist Stimme von Tiger. Ach was? Ihr wisst aber auch gar nichts. Das ist kein Tiger. Ein Tiger brüllt ganz anders. Das ist Stimme vom Donner. Und wenn Donner spricht, fällt bald Wasser vom Himmel. Ha, wird Licht? Auf dem Himmel ist auch Wasser? Ja. Seht ihr, da kommt es schon. Ja. Da kommt Wasser vom Himmel runtergestürzt. Rututus! Rututus! Ihr müsst euch runterstellen, sonst werdet ihr nass vom Wasser. Bram hat seine Hütte. Da kommt kein Wasser rein. Aber wir? Ich habe Gedanken. Wofür haben wir Hütten gebaut? So viele neue Hütten. Ist schade um leere Hütten, wenn keiner da ist. Können wir austrocknen? Und ich pass auf und beklage, wenn einer kommt. Wer weiß, wem die Hütten gehören. Ich habe mir überlegt, ihr habt recht. Ich weiß, ihr seid Männer mit Kies-Kies. Und solche Männer können nicht draußen schlafen. Das ist für die Gesundheit nicht gut, wenn es manchmal windig weht oder Wasser regnet. Ihr mietet euch eine Hütte, jeder für sich. Du willst uns Hütten verschenken, ja? Ich werde euch was. Die Hütten gehören mir. Ich vermiete sie nur. Na, wird Licht. Jedes Mal, wenn der Mond wieder fett ist, zahlt ihr 10 Kies-Kies. 10 Kies-Kies? Jeder von euch. Das ist aber nur für die Hütte. Die Extras kommen noch dazu. Was ist Extras? Panorami. Wollt ihr kein Panorami? Ihr müsst sagen, dann nehme ich's weg. Aber ist gut. Ihr guckt aus dem Fenster. Das Auge will Freude haben. Also lassen wir, ja? Panorami 2 Kies-Kies. Und die Treppe? Hm? Oder wollt ihr ohne auskommen? Ihr könnt ja nicht fliegen. Treppe muss sein. Und die hier ist Praktikus. Ist für rauf und runter. 3 Kies-Kies. Wenn ihr keine Tür wollt, nur sagen, ich nehme nicht weg, ich mache nur zu. Wie wollt ihr dann reinkommen? Ein Mann hat ein Haus und kommt nicht rein. Dann schon lieber gar keins. Das ist Betrug. Einen für die Tür. Die Luft könnt ihr auch haben, wenn ihr wollt. Mir ist es gleich, ich will sie euch nicht ausreden. Aber wie wollt ihr atmen ohne Luft? Ihr kommt ins Haus und gleich kommt die Erstickung. Die Erstickung! Drei Kies-Kies für die Luft. Ja. Was soll denn das sein? Hm. Ihr verdient es gar nicht, dass ich es euch so schön mache mit Bäumchen, mit Garten. Das könnt ihr alles haben, wenn ihr bei jedem fetten Mond bezahlt. Aber ihr müsst arbeiten. Und Kies-Kies verdienen. Ihr wollt doch reich werden. Wir werden reich. Wir werden reich. Ihr müsst mir Sachen bringen. Und wer mehr Sachen bringt von euch, der verdient auch mehr. Bringt mir Sachen zum Essen. Früchte, Fischel, Wildel. Wildel, Fischel. An die Arbeit. An die Arbeit. Ja. Geht auf Tiere jagen. Fangt mir große Tiere. Für große Tiere zahle ich großen Kies-Kies. Wer einen Bären bringt, der bekommt 5 Kies-Kies. Es ist allseits bekannt, dass man sich früher, um Bären zu jagen, als Bärin verkleidete. Chongolulu, Chongolulu, Chongolulu. Meine Pumpe, das ist meine Pumpe. Oh, Holio, da brüllt Stimme von Tiger. Joto Max, du lernst niemals was. Ham hat gesagt, es ist Donner. Stimme von Donner.
Gleich fällt Wasser vom Himmel. Pass auf. Wird schon ganz feucht, die. Spacko, was ist gut? Ich habe eben nicht hingeguckt und habe mir in den Finger gebissen. Rolli, Popo! Das ist Falle für Bären. Ich werde dir zeigen, wie. So, du hältst, ja? Ja. So. Ist schon gut. Einen Bärenfang machen wir hier. Fahrifex. Festhalten, immer festhalten. Ja. Halt fest. Ja. Ich lege Schmackofatz für den Bären zum Anlochen. So, festhalten. Ja, ja, ja. Hältst du fest? Ja. Ich will wissen, ob du festhältst, ja oder nein? Ja! Na also. Du musst ganz ruhig halten und wenn Angel schwer wird und runter geht, dann meint das ein Fischel anbeißt und da musst du schnell hochziehen. Mm-mm. Bei mir beißt schon einer. Mm. Komm raus, mein Fischel, komm raus. Das muss ein Fischel sein, ein Riesenfischel, so groß wie drei Fischel. Ich krieg ihn schon. Er will nicht, aber er will nicht. So, jetzt hab ich dich. Was machst du da? Ich wässere. Hast du Fischel gefangen? Nein, andersrum. Fischel hat mich gefangen. Ich hab dir gesagt, du sollst ziehen. Jetzt komm raus. Ich bin doch schon draußen. Du sollst ganz rauskommen, nicht nur mit dem Kopf. Bin ich doch schon. Das ist alles, was ich noch habe. Was habe ich dir gesagt? Aber du glaubst mir ja nicht. Du musst bedeutend vorsichtiger werden, mein guter Mann. Wenn du nämlich so weitermachst, sind bald nur noch die Ohren von dir übrig. Sag mal, womit arbeitest du überhaupt? Putt arbeitet nur noch mit Beißerchen. Na gut, für Hilfsarbeiten reicht es. Ist aber Stümperitis. Na, was habt ihr denn heute? Ist ja nicht viel. Und du? Auch bloß kleine Fischel. Damit kann man nicht reich werden. Bloß arbeiten ist nicht genug. Man muss auch was schaffen. Das lohnt doch gar nicht, aber ich zahle trotzdem. Man muss auch mal ein Herz für andere haben. Drei Kies auf jeden Kopf. Und gehandelt wird nicht. Drei. Drei. Hier habe ich noch einen Kopf. Gut, für Putt auch drei, aber jetzt ist Ende. Ab mit euch. Gemma, 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 Gemma. Gemma. Hallori, hallori. Uto, der große Jäger, bringt reiche Beute. Farifex. Du wolltest dir doch einen Trick ausdenken, eine Falle. Eine Falle für Bärenfang. Hat wohl nicht geklappt, was? Ich habe einen Bären bei dir bestellt. Na und, was ist das? Ist das ein Bär? Ein mickerliches Fischel. Dafür kann ich dir nur einen geben. Aber Uto braucht Schmackofatz. Willst du dein Fischel wiederhaben? Ja, danke bitte. Zwei Kies. Warum jetzt zwei? Du hast mir doch eben bloß eingezahlt für dasselbe Fischel. Oder ist das anderes Fischel? Hast du getäuscht? Nein, ist dasselbe Fischel. Ja, aber du hast mir doch eben bloß eingezahlt dafür. Hab ich. Du hast mir das Fischel gegeben und ich dir dafür einen Kies. Wird Licht, ja? Mhm. Pass auf. Wenn du das Fischel jetzt wiederhaben willst, musst du mir den Kies zurückzahlen, den du dafür bekommen hast. Richtig? Richtig. Und wenn du das Fischel jetzt kaufen willst von mir und ich verkaufe, dann musst du dafür zahlen genau den gleichen Preis. Und der ist? Ein Kies. Richtig. Und jetzt zähle, der eine und der andere, den du mir wiedergeben musst, macht zusammen. Wie viel? Zwei Kies. Großer Weiser. So, und jetzt bezahl deinen Fischel. Uto hat aber nur ein Kies. Dann kann Uto auch nicht in Brausi und Sausi leben. Gemma! 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 Hier, etwas zum Knabberfatzen. Ich komme, weil ich Miti kassieren will. Ihr habt heute Einnahmen gehabt, also bezahlt eure Schulden bei mir. Na, Wirtz? Ich hab nichts zu verschenken. Für Putzkopf auch. Na, gib schon.
Wir haben den ganz schlimmen Hunger. Ja, man kann eben nicht alles haben, das geht nicht. Entweder Schmackofatzen oder wohnen. Jetzt stört meine Gattin nicht. Verzieht euch! Ihr könnt alles bei mir haben. Für 3 Kies gebe ich euch ein Büffelhorn. Aber ihr könnt ja nicht bezahlen, also was soll ich machen? Sagt mal selbst. Oder wenn ihr mir irgendwas anderes dafür verkauft. Aber was denn? Du weißt doch, wir haben nichts mehr. Ja, aber ihr tut mir leid und deshalb nehme ich auch wertlose Sachen. Sogar Philly. Weibchenfrau wird nicht verkauft. Ich bezahle guten Preis, weil ich es sehr gut mit euch meine. 5 Kies-Kies. Legt über. 5 Kies-Kies für Philly. Philly ist gut, aber Schmackofatz ist auch gut. Ja, riecht auch gut. Riechen macht aber nicht satt. Was machst du? Ich will Duft nicht riechen. Hört euch das an, der weiß auch nichts. Der weiß nicht, dass man mit den Ohren riecht. Du musst dir die Ohren zuhalten gegen Riechen. Nein, das hilft nicht. Durch die Ohren doch nicht. Durch die Nase kommt der Geruch. Durch die Nase riecht gut, ja? Ich habe Hunger und ich werde totgehen vor Hunger. Den ganz schlimmen Hunger habe ich. Ich auch. Wir denken denselben Gedanken. Philly! Ich komme! Ihr habt Beratung gemacht, dass ich verkauft werde? Dann verkauft. Sagen wir 6, dafür bekommst du den kleinen Menschen mit. Den kannst du bestimmt mal brauchen. Mhm. Vielleicht wird er noch größer. Ach, Mimputz, was soll ich mit dem kleinen Menschen? Den könnt ihr groß füttern. Entweder du kaufst den kleinen Menschen mit, oder du kaufst gar nichts. Warum steckst du den Kies-Kies für Putt ein? Das sind Transportkosten. Soll ich dich den ganzen Tag rumschleppen für nichts? Ich geb dir Arme und Beine und du mir Kies-Kies. So, ich habe dich gekauft. Jetzt gehörst du mir. Bist du nun zufrieden? Ja? Sei still. Ich habe bezahlen müssen für dich und den kleinen Menschen. Er ist jetzt unser Herr. Und wir müssen gehorchen. Ich hab ja gehört. Oh, aufhören! Ich bin ja wach! Kannst du nicht allein Schluss machen? Jedes Mal muss ich dich abstellen. Du hast doch einen Krüppel von mir. Wozu brauchst du einen Kopf? Du denkst doch nicht. Die Sonne ist schon an der Arbeit. Hab ich gesehen. Vergiss den Kies-Kies nicht. Da hast du, fürs Wecken. Festtage sind ein uraltes System, dem Manne den Kies-Kies aus der Tasche zu ziehen, den er gerade erst verdient hat. Aufstehen! Aufstehen, Männer! Heute ist ein großer Tag! Heute ist ein Feiertag! Was ist Feiertag? Am Feiertag wird nicht gearbeitet, da wird gefeiert! Da ruhen wir uns aus! Am Feiertag die Feier, mach! Am Feiertag die Feier, ach! Am Feiertag die Meier, ach! Jeder Arbeitsmensch, der schwer rabotiert hat, hat ein Recht darauf, er darf einen Feiertag machen! Wenn ihr später große Kultur habt, dann macht ihr sogar 2 oder vielleicht noch mehr! Verkürzte Arbeitszeit, langes Wochenende, Mitbestimmung und so weiter! Aber für jetzt sollt ihr mit einem Feiertag zufrieden sein und ihn richtig auskosten! Hört zu, ich mache euch ein Geschenk! Ein Feiertagsgeschenk! Ich zeige euch ein Spiel! Am Feiertag ein Feierspiel! Am Feiertag ein Feierspiel! So, dann wollen wir anfangen. Aber setzt euch! Spiel geht im Sitzen. Wer nicht mehr sitzen kann, wird hingelegt. Dieses Spiel, das ich euch jetzt schenken will, hat auch einen Namen. Ich nenne es das Numero Lotti-Spiel. Wir machen den Anfang mit Uto. Ja. Uto ist der Schlauste von euch. Ja, ja. Gib einen Kies-Kies. Schlechtes Spiel. Ich überlege eine Nummer. Und du musst raten, welche Nummer ich im Kopf habe. Wenn du richtig ratest, gewinnst du Kies-Kies.
Wenn du falsch ratest, dann verlierst du. Bist du bereitet? Bin bereitet. Ich auch. Welche Nummer habe ich eben im Kopf gehabt? Nummer 4. Das ist Verirrung. Ich habe 5 gehabt. Aber trotzdem sehr gut, ganz dicht daneben. Willst du noch mal probieren? Ja. Welche Nummer ist es diesmal gewesen? Die 5. Diesmal die 5. Da siehst du es wieder. Sowas kommt dabei raus, wenn du auf diesen Idiotomax hörst. Ja. Diesmal habe ich die 4 im Kopf gehabt. Verstehst du? An die 4 habe ich gedacht. Ich will noch mal raten. Bestimmt? Ja. Was habe ich im Kopf? Nummer 4. So kann man das Spiel nicht spielen, sonst wird man bitter arm. Du musst nicht die erste Nummer sagen, die durch Kopf geht. Die ist nicht richtig. Du musst nachdenken, kontenzieren, begrübeln. Und ganz mit Ruhe, ganz mit Ruhe. Willst du noch ein Raten probieren? Ja. Bist du bereitet? Bin bereitet. Welche Nummer ist es diesmal? Aber ganz mit Ruhe, ganz mit Ruhe. Ruhe, Ruhe. 5. Rate richtig. Nein, 4. Nein, Otto, du bist kein Rater. Lass es. Ich kann nicht mit ansehen, wie du deinen schwer verdienten Kies-Kies verlierst. Raten muss gelernt sein. Wenn ihr gelernt habt, spielen wir weiter. Immer fleißig üben. Dann klappert's hier drin. Nur Übung macht den Kiesberg. Ja. Wollen wir beide? Wer ratet und wer überlegt? Ich überlege und Tod ratet. Aber pass auf, du musst nicht die erste Nummer sagen, die bei dir durchgeht. Die ist falsch. Wenn du so machst, wirst du arm. Also, ich überlege 5. Sag mir jetzt, welche Nummer. 5. Donno, Donno, du hast gewonnen. Jetzt überlege ich, überlege 4. Welche Nummer? Nummer 4. Was will er? Du weißt genau, was ich will. Warum dumme Frage? Ist das nicht dumme Frage? Was willst du? Hast du wieder Lust und willst mir Küssi geben? Ja. Auf Hand? Auf Hals und Ohr und Bauch und überall. Und willst du auch mit mir Schmusifax machen? Wofür habe ich dich denn sonst extra gekauft? Aber ich gefall dir doch nicht. Ich bin nicht schön und nicht fett. Warum gehst du nicht zu Katorcha und machst mit ihr? Heute mal nicht. Heute bist du dran. Du musst erst aufhören mit Katorcha, sonst lasse ich mir von dir nicht Küssi geben und gar nichts. Schick sie weg. Entweder mit mir oder mit ihr. Du kannst aussuchen. Aber Philly, das ist schweres Problem. Ich kann mich deshalb nicht von meiner Gattin scheiden. Das geht nicht so. Wie geht es? Gar nicht. Warum denn? Dann auch kein Weibchenschmus. Wird dir aber leid tun. Warum verstehst du nicht, dass ich Ham allein haben will und will die einzige Gattin sein für ihn? Gattin ist doch nur so ein dummes Wort. Ich brauche jetzt Beherrschung. Im Kopf geht mir schon alles rotunde. Warum tust du nicht, was ich will? Bestimmt hast du Angst vor Katorcha. Der Einzige, vor dem ich Angst habe, bin ich. Und vor dem da. Und es wird ein Tag sein, da mache ich ihn mir auf. Denn ich will wissen, wie es da drinnen aussieht. Ich muss sehen, was im Kopf ist. Wie meine Gedanken liegen, die ich gemacht habe. Meine großen, mächtigen Gedanken. Da drinnen. Warum machst du so viele Gedanken? Weil ich ein großer Denker bin. Ich bin weiser als alle zusammen. Ich bin der Größte. Und ich habe schon wieder einen Gedanken. Lauschi, wenn du alles tust, was ich sage, dann gebe ich dir Versprechen. Wir beide, Ham und Philly, wir bleiben dann allein. Ach. Um eine Ware abzusetzen, muss man nur eine Reklameidee haben. Was macht denn Ham da? Er ist Plim-Plim geworden. Ham wartet auf Katorcha. Sie haben Stellmichein. Sie haben Liebesstellmichein. Liebesstellmichein? Was ist das? Wozu braucht man? Ach, das ist etwas Wundervolles, Fabeliges, Liebhaftes. Und ein Mann tut es zu einer wundervoll schönen Frau, wenn er Lust hat zu ihr.
Er sagt, ich komme an den Platz. Zu der Zeit. Und du kommst auch. Und dann geht er hin und wartet. Und je mehr er wartet, je mehr verliebter ist er. Er stöhnt schwer. Er sieht an den Himmel. Er will wissen, wie viel Zeit er schon gewartet hat. Und je mehr Zeit vorbei ist, umso größer wird seine Sehnsucht. Der Mann wird unglücklich. Und je unglücklicher er ist, umso glücklicher ist er. Ach, Liebe, stell mich eines ganz großer Blödsinn. Girre macht solchen Mimpotz nicht. Du begreifst das nicht, weil du ein Dummkopf bist. Du bist noch nie in eine so schöne Frau verliebt gewesen. Da kommen Gefühle. Nein, ist das ein schönes Mädel, die Karte. Und da ist so viel dran. Und alles da, wo es sein soll. Katorcha, endlich mein Rehlein. Wenn ich noch könnte, mit der gern. Die ist schön zum Reinbeißen. Liebespromenieren. Halte mal. Warte hier, aber nicht auffressen. Oh, was habe ich getan? Warum hast du mir eine Urnuss geschenkt? Du hast Katorja angesehen. Du Wildsau, du! Gib es zu, Katorja gefällt dir! Nein, doch. Ich verbiete dir, dass du Katorja noch einmal ansiehst. Nein. Wenn du ansehen willst, dann musst du ein Kies-Kies geben. Oize, oize. Jeder von euch rückt einen Kies-Kies raus, denn ihr habt sie alle angeglotzt, ihr Wildsäuer, ihr! Wildsauerei! Einen Kies-Kies, noch einen. Du zahlst doch für ihn mit. Also zwei. Bloß fürs Gucken ist das allerhand. Am besten ihr haltet euch die Augen zu, sonst tuckt ihr ja doch bloß wieder und dann werdet ihr noch einen los. Ja, ja. Na, macht schon, haltet zu mit der Hand. Ich halte zu, mach du bei ihm. Ja, ich halte zu. Meine Katorcha. Hm. Ja, von hinten. Ja. Na, so, und jetzt machen wir gewaltigen Weibchenschmus. Nur ein Kies-Kies ist nicht teuer für einmal Katorcha ansehen. Eine wummige Weibchenfrau ist das wumm. Ja, sie ist eine ganz besondere. Sie ist lieblich und so viel. Ja, viel ist die wichtigste Hauptsache. Es muss was dran sein. Und wir sind so dumm gewesen und haben geglaubt, Philly ist gut. Stellt euch vor, was wir alles versäumt haben. Da wackelt die Wand, da bumst die Hütte zusammen. Seht euch das an. Fabelbar. Wumm, wumm, wummig. Ja, Katorcha, das ist es. Du bist Farifex. Gut so, noch mehr, mehr. Du bist ein wilder Sturm, ein Blitz und Donner. Du bist ein Berg mit Feuer drin. Hör auf, Katorcha. Zu viel, ich kann nicht mehr. Komm raus. Nicht übertreiben, du kannst dich ausruhen. Wir wollen reden mit dir. Was ist? Na, sagt schon, was ihr habt. Wir haben keine Weibchenfrau, das haben wir. Wir wollen aber eine, weil wir sie sehr nötig brauchen. Und was soll ich da? Du hast zwei Frauen. Ich möchte wissen, was du mit zwei Frauen machst. Und ich möchte wissen, was du mit einer machen willst. Wenn du auch nur eine hast, was fängst du damit an? Sag ich dir nicht, aber ich weiß schon was. Ich weiß auch was. Ihr wollt Philly wieder haben. Oh. Hm? Aber wer redet hier von Philly? Hast du von Philly geredet? Hab ich nicht. Kein Wort habe ich von Philly geredet. Hab tot? Wer ist denn Philly? Ihr habt euch doch wohl nicht den Gedanken ausgedacht, dass ihr von mir Katorcha kauft. Ihr habt keine Vorstellung, was Katorcha kostet. Eine Frau mit so viel dran ist teuer. Sowas könnt ihr euch niemals leisten. Wir wollen nicht handeln. Du sagst den Preis und wir zahlen wie immer. Da kommt mir das Lachen. Ich sehe schon, ihr habt den Gedanken nicht zu Ende gemacht. Ihr habt das Gewicht nicht überlegt. Viel Gewicht, wenig Gewicht. Ich gebe Philly auf die Waage. Und ich gebe Katorcha auf die andere Waage. Mhm. Habt ihr gesehen? Augenschein überzeugt. Wenn ihr wollt, mache ich euch Freundschaftspreis. 10 Kies-Kies für ein Kilo. Aber das ist ein Verliergeschäft für mich. Wenn nicht, wenn ihr mit Philly zufrieden seid, dann verkaufe ich sie euch zurück und will nicht einen Kies-Kies verdienen. Und für wie viel wiegt sie? So viel habt ihr natürlich nicht.
Aber ich bin ja kein Halsschneidi. Ihr arbeitet sie nach und nach bei mir ab. Ihr arbeitet man sich Arme und Beine ab und sieht trotzdem keinen Kies-Kies. Den muss man auch nicht sehen. Wie oft habe ich euch schon gesagt, der ist nicht zum Ansehen da. Der Kies-Kies, der muss wandern, der ist zum Ausgeben da. Ausgeben müsst ihr ihn. Ausgeben und Schulden machen. Ein reicher Mann muss Schulden haben. Wird Licht? Ausgeben und Schulden machen. Schulden machen. Der reiche Mann muss Schulden haben. Jetzt habe ich auch ein liebes Stell dich ein. Ich warte auf schöne, fette Weibchenfrau. Ich bin schon ganz glücklich vom Warten auf Weibchenfrau. Ach, du. Warum denn nicht? Wir probieren noch mal und dann geht's besser. Du wirst sehen. Nicht drum. Mit dem kann ich nichts anfangen. Der Nächste. Ja, komm. Nein. Weißt du auch genau? Ja. Ist dasselbe wie bei dem Gimpelbaum. Ich habe ganz kleine Stück davon in die Erde gesteckt und bald ist ein großer Baum daraus gewachsen. Ja. Du wirst sehen, jetzt stecke ich deinen Kopf in die Erde und dann wirst du auch wieder groß mit Armen und Beinen und allem, was ein Mann so braucht. Dann wirft Katorcha dich nicht mehr weg. Den Gimbelbaum hast du doch immer begossen. Wenn Girr was macht, dann macht er richtig. Hast du nicht gesehen? Ich habe schon Wasser mitgebracht zum Begießen. Teures Wasser. Und deshalb kostet Begießen einen Kies-Kies für einmal. Du darfst aber nicht vergessen, denk dran. Ja, ja, ich komme jeden Tag und begieße dich. Hamm mit Gattin oder Geld macht nicht glücklich? Ich will Schmusifax haben. Wann machen wir? Später, später. Später wann? Wann ist denn später? Na später. Später ist eben später. Aber ich will Weibchenschmus haben. Jetzt gleich. Hoi, Rio! Vielleicht, wenn man ihn biegen kann. Was ist biegen? Weibchenschmus? Du immer mit Weibchenschmus. Den großen Pilz. Den klein machen und zusammenbiegen. Dann kann man ihn mitnehmen, unter den Arm stecken. Nein, ich weiß besser. Großer Gedanke. Ich werde biegen, an einem Ende. Und die Biege, die kommt hierher. Cavalieri! Und was will Hamm dann damit machen, mit diesem kleinen gebogenen Pilzi? So ein Pilzi ist für vieles gut. Man geht nicht mehr ohne. Wenn es regnet, dann machst du ihn auf und er schirmt dich vor Wasser. Und wenn die Sonne brennt, du machst ihn auf und er schirmt dich vor Sonne, macht Schatten. Man kann ihn nennen Sonnenschirm. Regenschirm ist besser. Haben wir eine große Regenschirmerei installiert. Das bringt wieder Kies-Kies. Da strömt Kies-Kies in Kassiri. 30 Kies-Kies will er für einen Schirm haben. Kultur ist eben teuer, aber bloß mit Eier sammeln, so wie du, schafft man das nicht. Man muss Gedanken haben. Was willst du? Sind meine Eier nicht gut? Die sind wie kleine Fische. Wir müssen größere, bessere Sachen finden. Wir haben uns die Schirme aufreden lassen von ihm. Jetzt müssen wir dafür auch rackern. Sieh dir das an, mein Kleiner. So sind die Männer. Arbeiten wie die Verrückten nur für ihren Kies-Kies. Vor lauter Arbeit sehen sie nichts anderes mehr auf der Welt. Sie sehen die Sonne nicht, die Sterne nicht und die Blumen. Und an Liebe denken sie überhaupt nicht mehr. Nur an Kies-Kies. Das ist schlimm, du. Ganz schlimm ist das. Sieh mal da, was da für eine schöne Blume ist. Komm, pflück sie mir ab, ja? Pflück sie für Mama. Da siehst du, pflück sie für Mama. Mein Kleiner, schenk sie Mama, bitte, ja? Ich gebe dir nur, wenn du bezahlst. 5 Kies-Kies. Geschäft ist Geschäft. Hey! 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 Ah. Hey! Oh. Hallo!
Lori. Oh. Schöne Männer, schöne große Männer. Gefallen wir. Wer ist hier der Obermacher? Ich bin Papp. Papp! Verkauft ihr mir Schnuck-Schnuck? Ich bin Großhändler. Ankauf, Verkauf. Papp zahlt nur bar. Kies-Kies? Ja, Kies-Kies. Nein. Die würde ich nehmen. Ist die zu verkaufen? Hm? Auch Sie haben gelernt, Geschäfte zu machen. Habe ich doch gleich gewusst, dass ich es hier mit Fachmännern zu tun habe. Lauf, Sassi! Adiasso und weiter Adiasso. Gute Geschäfte! Hey! Für eine, hm? Hat er drei gegeben. Verrückter Fremder. Drei für eine getäuscht. So sehr viele günstig. Starke Männer hier, so viele dicke, starke Männer. Was ist denn? Ihr stellt euch heute noch blödsinniger an als sonst. Höre ich jetzt endlich, was los ist? Du wirst übergerascht von uns. Wir haben es so gut und du sollst es auch gut haben. Du hast immer nur Weiberschmus machen müssen mit Philly, dieser plattenmageren Hexe mit nichts dran und so hässlich. Und uns hast du die schöne, fette Kartoffel gegeben. Damit ist jetzt Schluss. Wo ist meine Philly? Hä? Philly! Philly! Was ist denn das da? Ist neue Traumfrau. Sie heißt Scorpia und ist nur für dich allein. Wir auch, wir haben jetzt auch eigene Weibchenfrau für jeden. Schöner Mann, komm zu Scorpia. Deine Scorpia wartet auf dich. Scorpia weiß schöne Sachen für den Mann. Komm, da brunst du. Kommst du und gibst mir Liebe? Du kriegst von mir Liebe, so viel wie du haben willst. Bestimmt und sogar noch mehr. Bis du sagst Schluss jetzt. Und vielleicht, wenn du sagst Schluss jetzt, dann höre ich immer noch nicht auf. Machst du auch aus mir deine einzige Gattin? Na, dafür habe ich dich doch getauscht. Meine Gattin wirst du und hoch verwöhnt. Du hast dein Haus. Du hast Pilze und Schmackofatz, Saufatz. Und wir machen Schmusifatz, so viel du willst. Du kriegst alles. Ich werde dich mit Kies-Kies zudecken. Reich wirst du. Reich und glücklich wirst du werden. Und wenn du alles machst, was ich dir sage, und schön fleißig bist, dann mache ich aus dir eine Puderschnalli. Puderschnalli. Und was ist das? Ist das so wie eine Gattin von dir? Aber das ist viel mehr. Dann bist du nicht bloß Gattin von mir, sondern auch von anderen, von allen. Du wirst staunen. Jeder will dich haben. Jeder. Alle wollen sie Schmusifatz machen mit dir. Du bist dann eine Gatti Universala. Verschwörst du mir das? Na Prunst. Oh, ich hab großes Glück. Gora, mein Kleiner, hast du gehört? Hast du gehört, was du sein wirst? Sohn von Puderschnalli? Oh. Endlich haben wir gefunden, den guten, lieben, den allerbesten Mann. Na Flotti, Flotti, es ist Zeit für Arbeit. Leben wird erst schön durch Arbeit. Flotti, Flotti. Hammer, Hämmerchen. Was ist, was willst du? Komm zu Scorpia, deine kleine Frau wartet auf dir. Ha, kommst du jetzt freiwillig oder soll ich die Pompe nehmen? Früher war alles anders. Da haben wir viel Weibchenschmus gemacht. Jetzt wenig. Sie ist immer müde. Und wir haben früher auch viel mehr Schmackofatz gehabt. Jetzt will die Frau alles für sich haben. Mein Bauch ist schon lange nicht mehr voll geworden. Meiner auch nicht. Geschlafen haben wir früher auch viel mehr. Alles ist mehr gewesen früher. Alles besser. Bloß Arbeit ist jetzt mehr und schlechter. Aber warum arbeiten wir wie Farifexe, wenn wir weniger Schmackofatz haben, weniger schlafen und weniger Weibchenschmus? Du bist Idiotomax und bleibst Idiotomax. Wir arbeiten, weil wir jetzt Kies-Kies haben, weil wir reich sind. Ach ja? Na dann, Abrund. Aber warum sind wir dann nicht lustig? Ja, warum?
Weiß nicht warum. Wollen wir lachen? Gut, wir lachen. Und so geschah es nach diesen Ereignissen, dass die intelligentesten unter uns Affen sich weigerten, Menschen zu werden und es vorzogen, in Sicherheit auf den Bäumen zu bleiben. Oh,